Dann darf ich ganz herzlich begrüßen zur Online-Pressekonferenz von Reporter ohne Grenzen und der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit dem Thema unserer gemeinsamen zweiten Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz. Mein Name ist Maria Scharlau, ich bin Pressesprecherin der Gesellschaft für Freiheitsrechte und genau, wir machen diese Pressekonferenz und die Beschwerde zusammen und deswegen übergebe ich auch gleich an meine Kollegin Sylvie Ahrens-Urbanek von Reporter ohne Grenzen, die Ihnen vorstellt, wer gleich sprechen wird und auch noch einige technische Hinweise gibt. Vielen Dank und gutes Zuhören. Ich hoffe, dass alles klappt. Ja, ganz herzlichen Dank, Maria. Schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Sylvie Ahrens-Urbanek. Ich bin auch Pressesprecherin bei Reporter ohne Grenzen. Nochmal herzlich willkommen auch im Namen von Reporter ohne Grenzen. Und wir begrüßen heute auch nochmal ganz besonders die Beschwerdeführenden, die sich zum Teil aus dem In- und Ausland zugeschaltet haben. Zwei von ihnen sehen Sie heute ja auch auf dem virtuellen Panel, aber es sind noch deutlich mehr dabei. Die werden auch im zweiten Teil, wenn Sie denn möchten, nochmal das Wort ergreifen. Vielleicht nochmal so ein paar technische Dinge. Also die ganze Veranstaltung findet ja auf Deutsch und Englisch statt, damit eben die Beschwerdeführenden dem Ganzen auch folgen können. Sie können unten in der Menüleiste auswählen, welcher Sprache Sie folgen wollen. Wir werden aber dieses Webinar auch aufzeichnen, zumindest im ersten Teil. Dafür haben wir natürlich das Einverständnis aller Teilnehmenden eingeholt und wir werden das dann auch möglichst zeitnah auf unsere YouTube-Kanäle stellen, damit Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, nochmal die Originalzitate in Englisch nachzuhören. Genau. Wie gesagt, das Pressegespräch findet im größten Teil jetzt auf Deutsch statt. Das heißt, Sie müssen auch dann nicht zwischen den Sprachen hin und her schalten. Im zweiten Teil gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können dann beispielsweise die Hand heben und Ihre Frage persönlich stellen. Sie können aber auch einfach die Frage in den Chat schreiben. Und jetzt würde ich Ihnen gerne erstmal vorstellen, wer hier bei uns auf dem virtuellen Panel sitzt. Da ist zum einen Bijan Moini, der ist Head of the Legal Department bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und wird uns gleich juristisch mitnehmen und abholen. Dann haben wir Helena Hahn. Sie ist Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Wir haben auch, wie angekündigt, zwei Beschwerdeführenden, die nochmal erklären werden, warum sie sich dieser Verfassungsbeschwerde angeschlossen haben. Da ist einmal Meron Estefanos. Sie lebt in Schweden, hat eritreische Wurzeln, hat sehr, sehr viel recherchiert und veröffentlicht auch zum Thema Menschenhandel und Folter. Und wird gleich nochmal erklären, warum sie sich dieser Verfassungsbeschwerde angeschlossen hat. Und wir haben Peter Verlinden, er ist belgischer Staatsbürger, hat sehr lange für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk VRT gearbeitet, als Afrika-Korrespondent, arbeitet auch jetzt noch weiter zu seinen Themen und ist deshalb eben auch immer schon mal wieder ins Visier von Geheimdiensten geraten. Warum machen wir das hier? Gute Frage. Wir beschäftigen uns alle schon sehr lange juristisch mit der Überwachungspraxis des BND. Wir sind auch schon einmal vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. 2020 erging dann in unseren Augen ein historisches Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat uns, das waren in dem Fall die GFF, Reporter ohne Grenzen, aber eben auch noch mehrere Journalisten und Menschenrechtsorganisationen in weiten Teilen Recht gegeben. Und gesagt, auch die Kommunikation ausländischer Staatsbürger hat ein Recht auf den Schutz des Grundgesetzes. Die damalige Große Koalition hat dann das BND-Gesetz nivelliert. Allerdings wurden eben viele Punkte, die das Bundesverfassungsgericht explizit angemahnt hatte, nicht aufgenommen. Im Gegenteil, es wurden sogar neue Möglichkeiten der Überwachung durch den BND geschaffen. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir ziehen ein zweites Mal vor das Bundesverfassungsgericht. Wir haben wieder Verfassungsbeschwerde eingereicht und Bijan Moini wird jetzt erläutern, warum dieser Gang nach Karlsruhe für uns zwingend ist und welche Punkte wir angreifen. Vielen Dank, Silvi. Ja, gerne. Ich erkläre vielleicht erst noch mal genau, worum es geht. Nämlich, es geht um strategische Auslands Fernmeldeaufklärung. Und ein komplizierter Begriff, leider ist jedes dieser Worte auch relevant. Strategisch bedeutet der BND,
sucht nicht gezielt nach bestimmten Personen, nach bestimmten oder hat einen konkreten Anlass, um zu recherchieren, sondern er sammelt Daten gesamtheitlich, zum Beispiel mit Suchbegriffen. Im Ausland bedeutet, er sucht im Ausland nach Informationen, und Fernmeldeaufklärung bedeutet, dass er das aus der Ferne tut. Das heißt, er sucht Zugang beispielsweise zu Internetknotenpunkten in Deutschland, durch die Informationen fließen, oder er versucht, Satelliten im Ausland anzusteuern. Wie Silvi gerade schon erzählt hat, ist das unser zweites Verfahren. Das erste Verfahren hat eigentlich einen großen Erfolg für uns bedeutet, weil der BND eben auch im Ausland an Grundrechte gebunden ist. Und das hatte eine Reihe von Folgen für aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts. Es hat sehr strenge Maßgaben aufgestellt, einerseits dafür, unter welchen Voraussetzungen wer überwacht werden darf und vor allen Dingen auch, wie die Kontrolle auszugestalten ist. Aber wie Silvi auch gerade schon gesagt hat, es sind leider extrem viele verfassungswidrige Punkte in diesem Gesetz, die wir angreifen müssen. In a nutshell, der BND darf viel zu viele Daten erheben, zu viele Themenbereiche erforschen, er darf zu viele Personen überwachen, zu tief in journalistische Investigativarbeit blicken, und er wird nach wie vor zu missachtet einerseits die vom Bundesverfassungsgericht formulierten Maßstäbe und schafft andererseits auch ganz neue Befugnisse, die ihrerseits problematisch sind. Ich werde jetzt im Folgenden einige Punkte herausgreifen. Also wie gesagt, wir haben mehr als 30 Punkte angegriffen, und ich werde jetzt nur eine Auswahl vorstellen. Wenn Sie Fragen zu weiteren Punkten haben, können wir das gerne später im Q&A klären. Also wie gesagt, zwei Kategorien. Einerseits Missachtung oder defizitäre Umsetzung des BND-Gesetzurteils aus dem Jahr 2020. Da werde ich jetzt einige Punkte hervorheben, beispielsweise das Ausmaß der Überwachung. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Bundesnachrichtendienst aufgegeben, beziehungsweise dem Gesetzgeber, seine Überwachungstätigkeit der Menge nach zu begrenzen, also eine sinnvolle Obergrenze einzuziehen. Und die gibt es nicht. Es steht im Gesetz, 30% der Telekommunikationsnetze dürfen überwacht werden. Und das muss man leider so verstehen, dass das meint, 30% der Telekommunikationsnetze weltweit. Der Zweck dieser Begrenzung ist, dass der BND sich eben sehr gut überlegt, welche Netze er anzapft. Aber er wird nie und nimmer 30% der Netze weltweit erreichen können, sodass das schlicht und ergreifend keine sinnvolle Obergrenze ist. Ein zweiter Punkt betrifft die Frage, zu welchen Zielen der BND gezielt Menschen überwachen darf. Also insbesondere im Rahmen der sogenannten Gefahrenfrüherkennung. Und da haben wir zwei Punkte herausgegriffen, die aus unserer Sicht zu unbestimmt bzw. viel zu weit sind. Einerseits die organisierte Kriminalität, die nicht hinreichend definiert ist. Zweitens aber noch wichtiger, der BND darf überwachen zum Schutz der außenpolitischen Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist ein denkbar weiter Begriff. Darunter kann letztlich alles fallen. Alles, was, also man weiß nicht genau, was Handlungsfähigkeit heißen soll, was zum Schutz dieser Handlungsfähigkeit erforderlich ist. Und das ist also so eine Catch-all Klausel, die aus unserer Sicht viel zu weit geht. Dann ein Punkt, der verschiedene Dimensionen hat, nämlich das BND-Gesetz führt im Prinzip eine Vierklassengesellschaft ein. In der ersten Klasse befinden sich alle Deutschen, egal wo sie sich befinden. Die sind im Prinzip frei vor strategischer Fernmeldeaufklärung, aber auch nicht gänzlich, worauf ich gleich noch näher eingehe. In der zweiten Klasse folgen dann Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, die für die auch bestimmte Probleme bestehen, auf die ich gleich ganz kurz eingehe. Dann folgen BürgerInnen von anderen EU-Mitgliedstaaten und schließlich alle anderen. Und diese Aufteilung findet sich in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich nicht wieder. Also das Gericht hat unterschieden zwischen Menschen, die hier dauerhaft leben, einerseits, die dürfen nicht strategisch überwacht werden, das heißt nicht ohne Anlass überwacht werden, und allen anderen. Es hat aber auch nicht hinreichend geklärt, wie mit EU-BürgerInnen umzugehen ist, weswegen wir genau diese Frage aufwerfen, ob nicht EU-BürgerInnen einen mindestens ähnlichen Schutz wie Deutsche bzw. wie Menschen in Deutschland genießen müssen, aus EU-Recht, aber auch aus deutschem Verfassungsrecht, weil die Kriterien, für die, nach denen das Bundesverfassungsgericht eine strategische, also eine anlasslose Massenüberwachung überhaupt zugelassen hat, für EU-BürgerInnen nicht gleichermaßen gelten wie für AusländerInnen im Nicht-EU-Ausland.
Aber zurück zu dieser zweiten Klasse, die ich gerade angesprochen habe, also Menschen, die in Deutschland leben, dauerhaft. Die Logik des Bundesverfassungsgerichts dafür, überhaupt anlasslose Massenüberwachung zuzulassen, war, dass Menschen im Ausland für den Bundesnachrichtendienst nicht ganzheitlich erfassbar sind. Also ihre Kommunikation kann nicht wie im Inland, wenn man zum Beispiel einen Telekommunikationsanschluss überwacht, den Anspruch haben, dass man die gesamte Telekommunikation erfasst. Sondern im Ausland ist es schwieriger, weil man beispielsweise einen Satelliten ansteuert, über den nur Bruchstücke der Kommunikation fließen. Das war das eine Kriterium. Das zweite Kriterium war, dass der deutsche Staat auf AusländerInnen im Ausland keinen guten Zugriff hat. Also wenn er Schlüsse zieht aus bestimmten Überwachungsmaßnahmen, kann er die nicht exekutieren. Und beides trifft auf Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in Deutschland, die dauerhaft hier leben, nicht zu. Das heißt, eigentlich müssten sie genauso geschützt werden wie Deutsche. Das ist aber nicht der Fall, sondern das BND-Gesetz unterscheidet zwischen Deutschen und anderen Menschen, die hier dauerhaft leben. Das heißt, wenn ein Ehepaar, eher Deutscher, sie Türkin, in die Türkei reisen beispielsweise, dürfte die türkische Staatsangehörige überwacht werden vom BND, der Deutsche aber nicht. Das ist aus unserer Sicht ebenfalls verfassungswidrig. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der Schutz von Vertraulichkeitsbeziehungen. Darauf wird Helene Hahn gleich näher eingehen, weil das den Kern unserer Verfassungsbeschwerde betrifft, insofern als er insbesondere InvestigativjournalistInnen betrifft. Wie gesagt, darauf wird sie gleich näher eingehen. Ein letzter Punkt unter der Kategorie, in welcher Hinsicht hat das BND-Gesetz das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2020 missachtet, betrifft die Verkehrsdaten. Also worüber ich bislang gesprochen habe, sind sogenannte Inhaltsdaten, das heißt die Möglichkeit des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich E-Mails auszulesen, auszuwerten, also auf den Inhalt dieser Nachrichten zuzugreifen beispielsweise oder anderen Kommunikationsverkehr, der nicht verschlüsselt ist, auszulesen, auszuwerten. Und da dem gegenüber stehen Verkehrsdaten, das heißt Informationen darüber, wer, wann, mit wem, wie kommuniziert. Klingt harmlos, ist aber tatsächlich extrem relevant, weil man sehr viele Schlüsse daraus ziehen kann, wer wann mit wem kommuniziert, wer mit wem in Kontakt steht, welche Beziehungsnetzwerke sich daraus ergeben und so weiter und so fort. Das Bundesverfassungsgericht hat das grundsätzlich genehmigt und hat gesagt, ihr dürft das speichern und auswerten, aber ihr dürft nicht länger als 6 Monate speichern. Und das Gesetz trifft dazu jetzt auch wieder Ausnahmen, sieht dazu auch wieder Ausnahmen vor, sodass die Verkehrsdaten deutlich länger, wenn nicht sogar über Jahrzehnte hinweg gespeichert und ausgewertet werden dürfen. Und jetzt zum Schluss noch 2 Punkte, die neue Fragen betreffen, die nicht Gegenstand des BND-Gesetzurteils von 2020 waren. Der eine betrifft einen Punkt, auf den ich vorhin schon so andeutungsweise eingegangen bin, nämlich die Möglichkeit des BND, Menschen im Inland zu überwachen, sogar im Inland, also alle im Prinzip, auch Deutsche, und zwar sofern es sich um sogenannte Maschine-zu-Maschine-Kommunikation handelt. Der BND meint nämlich, beziehungsweise der Entwurf des Gesetzes geht davon aus, dass solche Kommunikation, die sich zwischen unserem Smartphone und einem Server beispielsweise automatisiert abspielt, dass die nicht vom Fernmeldegeheimnis geschützt sei, also von Artikel 10 des Grundgesetzes. Schon darüber kann man streiten. Wir meinen, dass es vom Fernmeldegeheimnis geschützt und auch diese Kommunikation geschützt ist. Aber selbst wenn man davon nicht ausginge, dann gäbe es immerhin noch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also das Datenschutzgrundrecht. Und das schützt Deutsche und alle Menschen im Inland davor, anlasslos überwacht zu werden. Und wenn nun der BND beispielsweise vernetzte Fahrzeuge, Karten- und Navigationsdienste, die Nutzung von haustechnischen Anlagen, die Nutzung von Gesundheitsapplikationen oder Video-Streaming-Diensten oder die Nutzung von Online-Banking, wenn er alle Verkehrsdaten dazu auswerten und analysieren darf, dann greift das massenhaft in die Rechte der Menschen hier im Land ein. Und hat aus unserer Sicht auch keine Berechtigung mit Blick darauf, dass der Auslandsnachrichtendienst sich eigentlich um das Ausland kümmern soll. Und schließlich und endlich ein sehr wichtiger Punkt, nämlich die Möglichkeit des BND, nunmehr auch Staatstrojaner einzusetzen. Das sind Hacks, also Software, mit denen der Staat zum Beispiel Smartphones oder Laptops auslesen kann oder Live-Kommunikation mitlesen kann, Menschen auch beim
Tippen zuschauen kann, also beim Denken zusehen kann, mehr oder weniger. Und dieses Instrument gibt es im deutschen Recht nun in vielen Gesetzen, im Polizeirecht, im Recht der Nachrichtendienste. Aber es gibt keine Rechtsvorschrift, die es so umfassend zulässt wie der hier angegriffene Paragraph im BND-Gesetz. Und das wird der Eingriffstiefe dieses Instruments hinten und vorne nicht gerecht. Also wie gesagt, das war jetzt nur ein Ausschnitt. Wir haben ja nicht viel Zeit und wenn Sie Fragen haben, gerne. Aber jetzt würde ich erst an Helene Hahn übergeben. Ja, danke dir, Bijan. Helene Hahn, Referentin für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen. Journalistinnen recherchieren ja heutzutage oft grenzübergreifend. Gleichzeitig ist Vertrauen natürlich die härteste Währung. Also Quellen müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Informationen geschützt sind, dass sie geschützt mit Medienschaffenden kommunizieren können. Warum stellt denn das reformierte BND-Gesetz keine Verbesserung für die journalistische Arbeit dar? Und wer sind die Beschwerdeführenden, die sich uns angeschlossen haben? Ja, vielen Dank, Silvi. Ja, erstmal muss man feststellen, dass das aktuelle BND-Gesetz tatsächlich sogar journalistischer Arbeit schadet, weil es eben die vertrauliche Kommunikation zwischen Medien, zwischen Journalistinnen und ihren Quellen nicht umfassend schützt. Der BND darf die Kommunikation von Journalistinnen und auch anderen Menschen mit einer Quelle zwar weitestgehend nicht überwachen, wohl aber die Kommunikation über diese Quelle. Das bedeutet, die Inhalte von einer E-Mail oder einer SMS zum Beispiel werden vom BND nicht erfasst, aber wer mit wem, wann und wie lange kommuniziert hat, eben schon. Daraufhin hat ja auch Bijan gerade schon so gut verwiesen, diese gesamten Metadaten, beschreibenden Daten über Kommunikationsprozesse, die geben eben wirklich unglaublich tiefe Einblicke und sind unglaublich wertvoll für den BND und auch andere Geheimdienste, weil sie eben Kontakte, Netzwerke, Vorlieben einer Person, die Tätigkeitsschwerpunkte einer Person preisgeben können, wenn sie denn sozusagen analysiert werden und verarbeitet werden. Und das findet tatsächlich auch statt. Jetzt sind Journalistinnen Medienschaffende Berufsgeheimnisträgerinnen, also ähnlich wie Ärzte oder Juristinnen, haben sie besondere Rechte. Wenn wir in den analogen Bereich denken, dann wissen wir zum Beispiel, dass sie vor Gericht ihre Quellen gar nicht preisgeben müssen. Im Digitalen wird genau das einfach unglaublich schwer umsetzbar und immer schwieriger umsetzbar, denn wenn immer mehr Daten erfasst werden und verarbeitet werden, und sozusagen diese Datenerfassung auch ausufernder wird, desto schwieriger wird es für Medien und andere Menschen auch Quellen sozusagen zu schützen, ihre Kontakte zu schützen. Lauscht dann der Staat mit, wird auch kritische Berichterstattung erschwert, nicht nur der Zugang zu relevanten Quellen, der Zugang zu sensiblen Quellen, zu Whistleblowern wird zum Beispiel massiv behindert oder sogar kann eingestellt werden, einfach weil das Vertrauensverhältnis gestört ist, das eben Grundvoraussetzung ist für eine gute, unabhängige kritische journalistische Arbeit. Wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte und auch Reporter ohne Grenzen erachten die Spionage gegen Journalistinnen, ganz egal, wo auf der Welt sie stattfindet und von welcher Regierung sie ausgeht, als einen massiven Eingriff und Angriff auch auf die Pressefreiheit, denn die vertrauliche Kommunikation muss wirklich umfassend geschützt werden. Und ein anderer Aspekt, der uns ganz besonders Sorge bereitet, ist, dass gerade ausländische Journalistinnen und andere Menschen sich eben nicht mehr darauf verlassen können, dass ihre Kommunikation tatsächlich auch vertraulich bleibt. Das Gesetz gewährt eben Journalistinnen und anderen unterschiedlichen Schutz in Abhängigkeit von Nationalität und ihrem Wohnort. Bijan hatte das auch schon mit einigen Verweisen im Gesetz erläutert. Verknappt gesagt, deutsche Medienschaffende und andere deutsche Staatsbürgerinnen haben einen hohen Schutz, genießen einen hohen Schutz vor Überwachung, während Journalistinnen aus dem Ausland, aus den Staaten der EU und darüber hinaus, aus der Türkei, aus Amerika und anderen Staaten, umso einfachere Überwachungsziele werden für den BND. Und wir setzen uns dafür ein, dass es eigentlich diese zwei Klassen Journalistinnen nicht mehr gibt oder sogar vier Klassen ja nach dem Gesetz, wie Bijan erläutert hat.
Und wir sehen allerdings, dass genau das im BND-Gesetz so gewollt ist, ja, diese Unterscheidung zwischen den Nationalitäten und gewollt ist und eingeschrieben wurde ins Gesetz vom ehemaligen Gesetzgeber. Der BND überwacht ausländische Journalistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen, nutzt sie als Quelle, um Erkenntnisse über das Ausland zu sammeln im Interesse von Deutschland. Es berichtete vor einigen Jahren der Spiegel, dass der BND Journalisten oder auch Redaktionen weltweit mittels Selektoren bespitzelt hat. Wir wissen, dass es die BBC zum Beispiel betraf, in Afghanistan, in London, die New York Times ebenfalls in Afghanistan und Reuters Reporterin in Pakistan und Nigeria. Teilen dann die Geheimdienste auch noch die Informationen, die sie massig sammeln untereinander, dann können wir uns ziemlich gut vorstellen, dass das Menschen in vielen Staaten der Welt wirklich in Gefahr und in Lebensgefahr bringen kann. Es gab jetzt auch vor zwei Tagen ganz neu einen Artikel in der Legal Tribune Online, LTO, der veröffentlicht wurde und darauf hinwies, dass der BND auf Journalistinnen als Quellen setzt, um auch andere Kolleginnen und ihre Kontakte auszuhorchen und das womöglich entgegen einer Weisung des Kanzleramts. Also wenn man sich das vergegenwärtigt, dann kann man nur sagen, offensichtlich gibt es hier eine effektive Kontrolllücke beim BND und in Bezug auf den BND. Die Ampelkoalition, Vertreterinnen der drei Parteien der Ampel, haben sich ja in der Vergangenheit für eine Reform und auch strenge Kontrolle der Geheimdienste ausgesprochen. Und das halten wir für enorm wichtig und werden diese Gespräche auch weiter verfolgen und diese Entwicklungen begleiten. Denn uns geht es wirklich darum, dass statt sozusagen ausländische Journalistinnen aus der EU und andere Staaten den Schutz vor Überwachung zu verweigern, dass man hier wirklich endlich eine Korrektur der bisherigen Rechtslage und eine echte Reform der Geheimdienstarbeit, die auf der Grundlage des Grundgesetzes stattfinden muss, dass das dringend notwendig ist und umgesetzt werden muss. Pressefreiheit ist kein deutsches Exklusivrecht. Das muss natürlich auch im Ausland ebenfalls von deutschen Politikerinnen, deutschen Behörden geachtet werden. Das hat ja das letzte Urteil sehr deutlich gemacht. Wir sind 2023 jetzt auch schon fast 10 Jahre nach dem NSA-Skandal und den Snowden-Enthüllungen. Das bedeutet, dieser Skandal hat ja wirklich das Ausmaß der weltweiten Überwachung durch Geheimdienste sehr schön schrecklich, muss man sagen, verdeutlicht und offengelegt. Und wir kämpfen 10 Jahre danach immer noch um das wirklich absolute Minimum an Schutz für Medienschaffende und das weltweit. Und diese Massenüberwachung darf so nicht mehr stattfinden. Das sehen nicht nur wir so als Organisation, als GFF und RSF, sondern das sehen eben die insgesamt 20 Beschwerdeführenden dieser Verfassungsschutzbeschwerde ebenfalls, zu denen Journalistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen zählen. Und sie kommen aus unterschiedlichen Ländern, sowohl aus der EU, aus Deutschland, aber auch aus Staaten außerhalb der EU. Und dazu gehören zum Beispiel Somalia, Serbien, Nordmazedonien, die Türkei, Ungarn, Italien, Schweden und Belgien unter den vielen anderen Ländern, die dort auch vertreten sind. Die Beschwerdeführenden arbeiten überwiegend investigativ und auch überregional in zum Beispiel Recherchekollektiven. Sie arbeiten meist zu Korruption, Steuerbetrug, organisierter Kriminalität, Menschenrechtsverbrechen, Folter, Menschenhandel, genozidale Gewalt. Und das sind wirklich alles Themen, die im Auftragsinteresse und Aufklärungsauftrag des BNDs gehören. Einige der Beschwerdeführenden waren auch in der Vergangenheit nachweislich tatsächlich von staatlicher Überwachung betroffen, etwa durch die Späh-Software Pegasus, also eine Form des Staatstrojaners, die unbemerkt sämtliche Daten von digitalen Geräten abgreifen kann. Ja, das vielleicht so als Übersicht über die Beschwerdeführenden. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute 2 weitere hier haben, nämlich Miron Estefanos und Peter Verlinden. Und erstmal gebe ich zurück an Silvi. Ja, ganz herzlichen Dank, Helene. Genau, vielleicht nochmal die kurze Anmerkung. Also die Biografien der Beschwerdeführenden können Sie auch nochmal nachlesen. Die werden in Kürze dann auf der Seite der GFF oder auch auf unserer Seite bei Report ohne Grenzen zu finden sein, sofern
die Beschwerdeführenden zugestimmt haben, dass sie öffentlich genannt werden. Und jetzt lassen wir einen zu Wort kommen, nämlich Miron Estefanos. Wir haben sie auch schon kurz vorgestellt. Sie lebt in Schweden, recherchiert eben sehr oft auch länderübergreifend, hat sich der Verfassungsbeschwerde angeschlossen. Inwiefern sehen Sie denn Ihre journalistische Arbeit durch die geltende Überwachungspraxis des BND gefährdet? Okay, can you hear me? Ja. Yes, okay. Ich hoffe, Sie können mich hören. I'm Miron Estefanos. Ich heiße Miron Estefanos. Ich bin eine eritreisch-schwedische Journalistin. Ich habe in Schweden gelebt, seit ich 12 Jahre alt bin. Ich bin eine Journalistin, eine Menschenrechtsaktivistin. Und seit 2008 habe ich auch über die Geflüchteten in Eritrea berichtet, habe dort auch bei einer Radiostation gearbeitet. Broadcasting via satellite and shortwave to Eritrea and all over the world. Seit 2010 hat dieser Radiosender auch eine größere Bandbreite abgedeckt. Und bei unseren Sendungen ging es darum, welche Not die Geflüchteten leiden. Und ich habe darüber berichtet, welche Risiken sie eingehen, dass sie dann oft gekidnappt werden oder auch Opfer von Folter wurden oder sogar zu Sklaven. Das heißt, ich habe wirklich sehr schlimme Geschichten aufgedeckt, was diese Geflüchteten erleben, um auch andere davon abzuhalten, die gleichen Risiken einzugehen. Denn das heißt, es gab immer mehr Geflüchtete, die mich angerufen haben und die beispielsweise Geflüchtete, die nach Eritrea abgeschoben werden sollten und die dann mich um Hilfe gebeten haben, dass ich diese Abschiebung aufhalten soll, und auch Geflüchtete, die mir erzählt haben, dass 800 Geflüchtete gerade im Mittelmeer ertrinken und ob man da was tun kann, ob ich helfen kann, ob ich den Küstenschutz anrufen kann, dass man Hilfe leisten kann. Und so ist es dann, hat es sich entwickelt, dass ich immer mehr zu diesen Themen erfahren habe, dass ich erfahren habe, wer sind denn diese Menschenhändler, wer bekommt Zahlung dafür, dass ich diese Lage analysiert habe. Wie sieht dieses Netzwerk aus? Wie bringen sie die Geflüchteten aus den Ländern über Libyen nach Europa? Und ich habe verstanden, dass die Netzwerke international Tätigkeit sind und dass man dann das Geld eigentlich an die jeweiligen Länder zahlt, wo dann die Menschen hingebracht werden sollen. Und ich als Europäerin, als europäische Bürgerin, man hat mich erpresst, man hat versucht, Geld zu erpressen, um mich von meinen Tätigkeiten abzuhalten. Es geht also um die Täter und ihre Taten gegen die Geflüchteten, aber als ich mit der Berichterstattung begonnen habe, gab es eben auch Sicherheitsbehörden, die sich an mich gewendet haben, die aus den USA oder Europa, die dann bestimmte Informationen über Menschenhändler von mir haben wollten. Ich möchte ein Beispiel nennen. Einmal war es so, dass eine amerikanische Behörde mich angerufen hat und gesagt hat, wir suchen nach folgender Person, und auf Facebook ist diese Person über zwei andere Freunde mit ihnen befreundet und wir möchten mehr Informationen zu dieser Person. Das heißt, ich hatte noch nicht mal eine direkte Beziehung zu dieser Person, aber über mehrere Freunde waren wir auf Facebook befreundet, und das war natürlich sehr merkwürdig. Ich konnte dann herausfinden, um wen es sich handelt. Und so hat dann diese
Kommunikation begonnen und dann hat sich herausgestellt, die Behörden suchen nach einem Menschenhändler, der aber eine europäische Staatsbürgerschaft hatte. Dann hieß es, wir brauchen mehr Informationen zu diesen Personen, die Person befindet. Und ich habe festgestellt, sie befindet sich auf meiner Freundesliste und ich habe dann geholfen und danach hat sich aber eine europäische Behörde bei mir gemeldet. Ich möchte das Land nicht nennen und dann hieß es, wir interessieren uns auch für diese Person, obwohl ich seit 6 Jahren schon immer wieder mich an diese Behörden in dem Land gewandt hatte und Informationen angeboten habe zu diesem Menschenhändler. Aber jetzt plötzlich waren sie daran interessiert, weil die amerikanischen Behörden einen europäischen Bürger, diesen Menschenhändler, verhaften wollten. Und später stellte sich heraus, dass es aber ein Fall mit einer falschen Identität war und dass mehrere Behörden beteiligt waren und dann aber den Zugriff auf die falsche Person hatten. Und ich war ja die einzige Journalistin, die wirklich mit dem echten Menschenhändler gesprochen hatte. Und dann gab es diese Fotos von dem Gespräch und dann haben die Schweden Informationen weitergegeben und dann sind die Briten in den Sudan und haben dann diese Person verhaftet. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, konnte ich dann sagen, das ist nicht die richtige Person. Und ich hatte immer das Gefühl schon, dass ich überwacht wurde. Denn schließlich hatte man ja dann, denn wir wussten ja dann, dass die Italiener uns überwachen. Und alle, die daran beteiligt waren, fühlten sich überwacht, denn die italienischen Behörden haben gesagt, das ist ein Menschenhändler. Sie wussten, dass dies nicht die richtige Person ist, aber sie wollten es auch nicht zugeben, weil es waren ja schließlich 13 Länder daran beteiligt und dann wollte man das einfach nicht zugeben. Und dann hat das 3,5 Jahre gedauert, bis das Ganze aufgedeckt werden konnte. Und ich hatte also schon immer den Eindruck, dass ich überwacht wurde, denn wenn mich Quellen angerufen haben, um mir Informationen zu geben, dann war es so, dass 5 oder 10 Minuten später mich plötzlich Mitgliedstaaten angerufen haben oder Behörden aus den Mitgliedstaaten, zum Beispiel Eurojust, um mich nach Informationen zu fragen. Das heißt, ob wir nun von Deutschland oder Schweden oder anderen europäischen Ländern reden. Ich wurde immer wieder kontaktiert aufgrund der Tätigkeit, die ich hatte. Ich habe mich mit Geldwäsche befasst und anderen Themen. Das heißt, die Steuergelder von vielen Europäern und Europäern werden verschwendet, um im Kampf gegen die Menschenhändler. Und eigentlich habe ich viel mehr Informationen als die anderen Sicherheitsbehörden zusammen. Und einige wenden sich dann an mich und bitten mich um Unterstützung und andere überwachen mich eh schon. Also das wäre jetzt hier ja, ganz herzlichen Dank für die sehr eindrücklichen Schilderungen. Dann möchten wir gerne auch noch hören, was Peter Verlinden uns schildern kann. Sie sind auch Beschwerdeführer, sind belgischer Staatsbürger, sind selbst auch schon Opfer von Überwachung geworden. Warum haben Sie sich jetzt der Verfassungsbeschwerde hier in Deutschland angeschlossen? Yes, thank you for the floor. My name is ja, danke für die Frage. Ich bin Peter Verlinden, 65 Jahre alt. Ich habe mehr als 30 Jahre für das niederländische öffentlich-rechtliche Fernsehen hier in den Niederlanden gearbeitet und ich habe mich insbesondere in Zentralafrika betätigt, Kongo, Burundi, Ruanda. Eine Region, die natürlich gerade auch in den letzten Jahren besonders sensibel ist. Einerseits wegen des Kriegs, andererseits wegen der geflüchteten Probleme, aber auch wegen der politischen Regimes, die es dort gibt. Ich stehe häufig digital im Kontakt mit Menschen in diesen Ländern.
also nicht nur hier in Belgien. Natürlich gibt es auch in Belgien interessante Quellen, auch in Deutschland und sonst wo in Europa, aber eben auch in diesen afrikanischen Ländern. Vor 2 Jahren wurde Pegasus auf mein Telefon gespielt, diese Spyware. Das kam vom belgischen militärischen Abschirmdienst, der zu dem Schluss gekommen war, oder der sagte dann, dass der ruandische Geheimdienst dahinter steckte. Und so wurde mir dann viel klarer, was es für eine Gefahr gibt durch die Überwachung. Und ganz unabhängig davon, welches Regime das dann ist, aber vor allem habe ich gemerkt, dass das auch hier in Europa gilt. Und deshalb unterstütze ich auch die Beschwerde. Das Problem ist nicht unbedingt ein Problem für mich als belgischer Journalist, sondern die Gefahr besteht eigentlich für unsere Quellen. Diese Menschen sind in Lebensgefahr. Sie geben Informationen. Ich möchte natürlich, dass sie anonym bleiben. Dazu ein Beispiel. Ich befasse mich mit dem Fall Sagina. Das ist diese Person, die mit dem Film Hotel Rwanda in Verbindung steht und auch noch in Ruanda ist. Ich war der erste belgische Journalist, der über diesen Fall geschrieben hat. Noch bevor das Verfahren angefangen hatte. Ich habe mich damit befasst, was mit ihm in den letzten passiert war, und das stammte vor allem aus sehr vertraulichen Quellen. Es gibt zum Beispiel eine Kollaboration zwischen dem niederländischen und dem ruandischen Justizsystem oder vielleicht auch mit dem deutschen Rechtssystem. Aber man kann sich vorstellen, dass wenn sie Informationen einsammeln können von meinen Quellen, mit denen ich kommuniziere, es auch überhaupt keinen Grund gibt, warum sie diese Daten nicht vielleicht sogar auch an das ruandische Regime übergeben würden. In diesem Fall, aber vielleicht auch an eine andere Regierung. Das hat mich also sehr sensibilisiert für dieses Problem. Und das ist auch der Grund, warum ich die Beschwerde unterstütze. Ich glaube, das geht über die Grenzen von Deutschland hinaus. Das betrifft Europa oder auch die ganze Welt. Und man muss hier regulieren, wie zum Beispiel Spyware oder andere Überwachungstechnologien eingesetzt werden. In Bezug auf Journalisten, aber auch in Bezug auf andere Zivilisten und Zivilistinnen. In meinem Fall ging es jetzt um journalistische Arbeit. Deshalb interessiere ich mich am meisten dafür. Ich sollte aber auch sagen, dass auch das Telefon meiner Frau Pegasus aufgespielt bekam. Daran sieht man, wie weit es gehen kann und wie wichtig es ist, diese Praktiken zu beenden und auch transparente Vorschriften zu haben. Ich meine, niemand kann ja dagegen sein, dass demokratische Regierungen alles in ihrer Macht Stehende tun, um zum Beispiel Terrorismus zu stoppen. Aber der Punkt ist, dass es transparent sein muss und gut reguliert sein muss. Und deshalb unterstütze ich die Beschwerde. Vielen Dank für die Eingangsstatements. Wir wollen natürlich jetzt Ihnen auch den Raum geben, Fragen zu stellen. Die ersten sind ja auch schon aufgelaufen im Chat. Das heißt, wir würden jetzt die Aufnahme beenden.